Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer und Berater der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 15-minütigen Kurzvideo geht es nun um die Deutung der Sterne, der planetaren Konstellationen am Himmel für den Monat November 2015. Bevor wir dort aber einsteigen, nur zwei kleine technische und auch sehr wichtige Informationen vorweg. Erstens, bitte beachten Sie, dass in der indischen, sprich vedischen Astrologie, der Aszendent viel wichtiger ist als wie die Bedeutung des Sonnenzeichens. Deswegen ist die Deutung der Monatsprognose für diesen Monat wieder vom Aszendenten vorgenommen worden und nicht vom Sonnenzeichen. Nun ist es aber oft so, dass man hier in unserer Kultur mehr hauptsächlich das Sonnenzeichen kennt. Sollten Sie also Ihren Aszendenten nicht kennen, dann bringen Sie den bitte erstmal in Erfahrung. Ich kann Ihnen dabei auch gerne helfen. Und zwar befindet sich unterhalb dieses Videos, ja, finden Sie einen Link, ja, ich zeige Ihnen das gerade hier. Und mit diesem Link können Sie mir Ihre Kontaktdaten schicken und dann werde ich Ihnen kurzfristig Ihren Aszendenten für Ihr vedisches Horoskop ermitteln, damit Sie eben wissen, welches dieser 12 Videos für den November 2015 das für Sie maßgebende ist. Natürlich ist dieses Angebot gratis. Ja, dann weiterhin als Gratis-Informationen für Sie. Das hat sehr großes Interesse ausgelöst. Deswegen habe ich das so gestaltet, dass ich Ihnen die Dinge zur Berechnung zur Verfügung stelle. Und zwar das Thema des spirituellen Geburtstags. Denn nach vedischem Verständnis spielen beide großen Himmelsscheiben, Sonne und Mond, zum Zeitpunkt ihrer Geburt eine große Rolle. Und beide diese großen Himmelsscheiben definieren ihren wahren Geburtstag, ihren spirituellen Geburtstag. Und so gibt es 30 verschiedene Tage in der Mondphase. Es gibt ja die zunehmende und die abnehmende Mondphase und darin werden auch je 14 Tage noch unterschieden. Und das sagt auch etwas über Ihren Lebensweg. Und so biete ich Ihnen weiterhin gratis an, dass Sie eine Kurzanalyse bekommen über Ihr sogenanntes Geburtstiti, so ist der Fachbegriff, sprich, was sagt der Mond in seiner Konstellation zum Zeitpunkt Ihrer Geburt über Ihr Leben aus. Da würden Sie so eine Gratisinformation auf einer DIN A4-Seite bekommen. Und ferner erhalten Sie Informationen, wie Sie Ihren spirituellen Geburtstag berechnen können, aber auch begehen können. Denn es ist nicht nur wichtig, in welchen Zeichen die Sonne steht, das ist ja der König, die Sonne, sondern es ist auch wichtig, wo die Königin, sprich der Mond, der weibliche Teil der Schöpfung, sich zum Zeitpunkt ihrer Geburt befand. Und wenn beide wieder in der gleichen Position sind wie zum Zeitpunkt ihrer Geburt, dann ist es ein besonders gesegneter Tag, an dem sie viel Gutes tun können für ein neues Lebensjahr. Die Informationen finden Sie auch hierzu, wenn Sie unterhalb des Videos auf den ersten Link gehen. Dort werden Sie dann auf ein Blatt kommen, auf eine Seite im Internet, mit der Sie Ihren spirituellen Geburtstag dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten leicht ermitteln können und auch Videos und Informationen finden, wie Sie den auch begehen können, diesen so bedeutungsvollen Tag im Jahr. Gut, das wäre jetzt erstmal gewesen zur Einführung, aber nun wollen wir natürlich schauen, wie sieht's aus mit der planetaren Großwetterlage jetzt für November 2015. Ja, nun richten wir mal die Aufmerksamkeit auf die Konstellation der Planeten
im Monat November 2015 für Sie als Aszendent Waage. Nun, hier gleich mal die Übersicht, damit wir sehen, wo sich die Energien so fokussiert tümmeln. Da sehen wir eine gewisse Betonung von Haus 12. Wir sehen aber auch einiges hier im Bereich Haus 1 und 2. Vor allem wichtig, die Venus, der Herrscher ihres Aszendenten, ja, Sie als Waage werden ja durch die Venus dargestellt, läuft durch Haus 1, sprich ihren Aszendenten. Und die so wichtige Sonne ist in Haus 2, da geht es ums Thema Geld und ihren Selbstwert. Und Haus 1, da geht es eben um ihren Lebenspfad, um ihren Körper und den Lebenspfad, auf dem sie gehen wollen. Ja. Haus 12, da werden gewisse Dinge zu einem Abschluss gebracht. Das wird auch wichtig, weil die karmische Achse jetzt ihre Position verändert und von daher nun der Rahu in Haus 12 geht. Nach 18 Monaten findet ja hier ein Wechsel statt. Wir schauen uns das jetzt mal im Genaueren an. Die Sonne ist bis 22. November im zweiten Haus. Das zweite Haus, dadurch wissen wir, dass sie ihre Aufmerksamkeit jetzt auf Dinge richten, was für sie einen Wert bieten kann. Ja? Was hat für sie einen Wert? Was hat für sie einen Wert? Ja? Es ist aber auch ein Haus, wo es um materielle Sicherheit geht. Ja? Sprich, was habe ich und was brauche ich? Wie kommen sie an die Mittel, die sie benötigen? Und das wollen sie von daher etwas mehr ausschöpfen. Sie überlegen aber auch, wie sie an ihre nötigen Mittel kommen können. Dies aber auf eine Art und Weise, die mehr in Übereinstimmung mit ihrer Natürlichkeit ist oder sprich mit ihrer mehr auf eine authentische Art und Weise zu den nötigen Mitteln zu kommen. Sprich, wenn sie jetzt merken, dass sie nicht so einverstanden sind, wie sie momentan ihre Arbeit tun bezüglich dem, was sie eigentlich tun möchten, dann kann das jetzt auch Impulse liefern, zu überlegen, ja, wie möchte ich denn künftig meine nötigen Brötchen verdienen? Wir haben dann bei Ihnen auch eine besondere Konstellation, weil der Neumond findet ja im Skorpion statt in diesem Monat und darin haben Sie das zweite Haus, was ja für den Mond so wichtig ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt kein günstiger Transit in dem Sinn, sondern der Neumond im zweiten Haus bedeutet, das wird Ihnen eher etwas spiegeln um Lebensbereiche, um die Sie sich zu wenig gekümmert haben. Ja? Da könnte in der Zeit so zwischen 10. und 12. November sich etwas zeigen in Ihrem Leben, wodurch Ihnen bewusst wird, oh, da hätte ich mich vielleicht doch mehr drum kümmern sollen. Und letztlich hilft Ihnen aber dieser Impuls, um dies für Ihre künftige Ausrichtung im Leben bezüglich dem, worum Sie sich eigentlich kümmern sollten, anders und für Sie besser vorgehen zu können. Deswegen achten Sie mal, fahren Sie die Antennen aus zwischen 10. und 12., was Ihnen da Ihr Lebenspfad spiegeln möchte. Nun, Jupiter ist ja das ganze nächste Jahr fast noch oder 11 Monate noch im Zeichen Jungfrau. Darin haben Sie ja das 12. Haus. So werden auf der einen Seite jupiterische Themen zu einem Abschluss gebracht. Ja? Jupiter steht ja beispielsweise für, ich sage jetzt mal im Horoskop einer Frau, für den Partner. Ja? So könnte das Thema, was mit Partnerschaft zusammenhängt, könnte es entweder ja, in der Jupiter Transit Haus 12 kann eine Beziehung zu einem Ende gelangen, wenn sie natürlich auch nicht die ist, die für sie weiterbringt. Aber dieser Transit kann auch bedeuten, dass eine Sehnsucht nach einer Partnerschaft sich auch erfüllt, weil auch dadurch geht ein jupiterisches Thema zu Ende. Oder beispielsweise, Sie
habe noch einen Kinderwunsch, ja, und dieser erfüllt sich jetzt. Dann wird auch ein jupiterisches Thema beendet, ja. Auch das kann im Jupiter-Transit Haus 12 geschehen. Oder Sie lassen den Kinderwunsch los, ja. Dann würde ja auch das Thema Kinder sozusagen die Kinderplanung abgeschlossen werden. Jupiter steht aber auch für einen Lehrer, ja. Vielleicht verabschieden Sie sich von einem Lehrer, ja, weil Sie merken, der bringt sie nicht weiter, oder sie nehmen einen neuen Lehrer an. Auch durch diese Sichtweise wird etwas Jupiterisches zu einem Abschluss gebracht. Jupiter steht aber auch für ihre Philosophie, ja, für ihr höheres Verständnis. Und so kann es sein, dass sie sich von einer bestimmten Weltsicht verabschieden in diesem Jupiter-Transit, der noch dauert bis September 2016, oder eben eine neue Weltsicht annehmen. Ja, auch in beiden Fällen wird ein jupiterisches Thema zu einem Abschluss gebracht. Nun, Saturn, der steht ja noch die nächsten 2 Jahre im Zeichen Schütze. Und Schütze, darin haben Sie das dritte Haus. Das bedeutet, dass Saturn nun Ihr Pflichtbewusstsein strapazieren könnte in dieser Zeit, weil Sie sich vielleicht einer Weiterbildung unterziehen müssten. Ja? Sprich, das kommt da nicht so ganz freiwillig zustande. Ja? Saturn hat ja immer mit Dingen zu tun, die man tun müssen, ja? Wo man nicht auskommen. Oder vielleicht müssen Sie wegen dem Beruf mehr Verantwortung übernehmen, ja, im Rahmen von mehr Pflichten beispielsweise. Er kann aber auch anzeigen, dass es darum geht, dass Ihre Beziehungen zu den Menschen, die das dritte Haus anzeigen, sprich Nachbarn, Kollegen, ja, Arbeitskollegen, aber auch Geschwistern, dass die unter Spannung gerät, ja. Die saturnische Lernaufgabe wäre gelernt, wenn es Ihnen gelingt, auch durch solche Spannungen in einer saturnischen Manier hindurchzugehen. Und ein guter Saturn würde bedeuten, mit Gelassenheit, Gleichmut und Gelöstheit diesen Dingen zu begegnen. Saturn möchte ja, dass Sie alle Dinge, die Sie tun, mit Ernsthaftigkeit machen. Haus 3, ja. Und Haus 3 steht aber auch für Verträge und Kommunikation. So sollten Sie all den Dingen, wo Sie Ihre Unterschrift drunter setzen oder etwas zusagen, ja, wirklich ganz in Ruhe und mit Genauigkeit begegnen. Dann Mars wechselt Mitte des Monats in die Waage. Da kommt er schon geflogen. Ja, Mars ist ja beweglich und schnell. Das bedeutet, die Waage haben Sie ja, es ist ja Ihr Aszendent, und dort wird dann der Mars die zweite Monatshälfte sein. In der ersten Monatshälfte ist er dann noch in Haus 12. Das bedeutet, auch Mars-Themen werden zu einem Abschluss gebracht. Mars-Themen können sein Operationen oder Immobilienthemen oder Sachen, die was mit Sport zu tun haben und Bewegung, ja, Abenteuer, Herausforderungen, Probleme und so, oder das Zuhause. So wird etwas Marsianisches oder auch jüngere Geschwister wird zu einem Ende gebracht, ja. Und dies ist aber nur noch angezeigt jetzt bis zum 12., weil dann wechselt ja der Mars in Haus 1 in die Waage, in ihren Aszendenten. Dann steht Ihnen die Energie von Mars besonders dafür zur Verfügung, an sich selbst zu arbeiten, um mehr Charakterstärke zu entwickeln, mehr lernen, sich abzugrenzen, gerade für Sie als Waage. Eine sehr gute Gelegenheit, ja, Nein sagen, ja, wo ist Stopp? Weil als Waage verliert man sich ja zu schnell beim anderen, und für Sie als Waage ging es ja ohnehin darum, Widdereigenschaften zu entwickeln, also mehr auch darauf zu achten und zu lernen, was eigentlich Ihre inneren Impulse sind und sich mit diesen auch zeigen, auch wenn Sie befürchten müssen, dann vielleicht nicht ganz so gemocht zu werden, aber Sie sagen das, was in Ihnen ist, authentisch. Deswegen
sich abgrenzen, für sich eintreten, Nein sagen, ja, in der Persönlichkeit sich entwickeln, das wäre die Kraft mit Mars, die Ihnen besonders ab 13.11. und die ganzen folgenden nächsten Wochen, also den ganzen November sowieso, ideal für diese Zwecke zur Verfügung steht. Gut ist auch, dass die Venus natürlich in Haus 1 ist ab dem 9.11., denn das ist ja ihr Aszendent. Und das bedeutet, sie haben dadurch, weil ja der Mars auch in Haus 1 ist, sicherlich auch die Hingabe an sich zu arbeiten. Sie haben aber auch das diplomatische Geschick, wenn es darum geht, sich abzugrenzen, dass sie das trotzdem mit Takt machen werden. Und sie beschäftigt aber dennoch auch, wie sie in Beziehungsfragen zu einem höheren Level kommen können. Sprich, wie können sie in Beziehungen mehr Gleichgewicht herstellen, ja? Und wie können auch sie durch ihr eigenes Wachstum in Beziehungen, ja, dafür steht ja die Venus eben auch, ein besserer Partner werden. Sprich, mehr Win-Win-Situation in Beziehungen. Nun, ja genau, da haben wir ja die Venus, wie sie wandert in die Waage. Dann haben wir noch den Merkur. Der Merkur ist bis 20. November im Zeichen Skorpion. Und das ist ja auch ihr zweites Haus. Und Merkur ist ja die Kraft, ne? Die will ja analysieren, die will Informationen einholen. Und diese haben eben dann mit Themen zu tun, die ihnen materielle Stabilität und Sicherheit geben. Ja? Das bedeutet, sie überlegen sich, welche Mittel sie wirklich brauchen. Sie analysieren, wie könnten sie auf dem besten Weg an die Mittel kommen, die sie wirklich benötigen. Ja? Vielleicht wollen sie sich aber auch gewisse Fähigkeiten aneignen, die sie ausbauen und entwickeln. Sie holen sich dazu Informationen ein, was sie vielleicht dazulernen wollen. Ne? Merkur steht ja für Lernen, Haus 2 steht für Sprachen. Ja? Sozusagen die Volkshochschulen haben eröffnet. Könnten sie jetzt gut sich das Erlernen einer neuen Sprache aneignen oder damit starten mit dem Transit von Merkur durch Haus 2. Ja, er geht ja dann in den Schützen rüber. Das ist dann das dritte Haus. Das ist aber dann erst mehr gegen Monatsende ein Thema. Da werden wir uns dann erst Ende November mehr unterhalten. Denn Merkur in Haus 3 hat natürlich dann wieder andere und weitere Bedeutungen. Nun noch zur Mondknotenachse. Sie sehen schon, ich habe die hier dargestellt, weil die haben ja, Rahu und Ketu haben ja die Kraft, das Licht der Sonne und des Mondes zu verschlingen und Eklipsen zu bilden. Und die verändern jetzt, die sogenannte karmische Achse, die verändert jetzt nach 18 Monaten in ihrem Horoskop die Position. Rahu geht jetzt in das Zeichen Fische und Rahu geht in das Zeichen Jungfrau und Ketu geht in das Zeichen Fische. Das bedeutet, bei Ihnen ist das dann Rahu in Haus 12 und Ketu in Haus 6. Ja, es möchte mehr oder weniger an einem Gleichgewicht gearbeitet werden, was mit den Themen Arbeit zu tun hat und Freizeit. So könnte man das schon mal in etwa eingrenzen. Und zwar Haus 12, und darin ist ja der Rahu, möchte jetzt den Bereich entwickeln, wo es darum geht, auch Freizeit zu genießen oder auch zu forschen oder tief nachzusinnen oder zu meditieren oder sich zurückzuziehen, ja, ein Stück weit mehr in die Isolation zu gehen. Und das tut er, weil letztlich braucht es auch eine gewisse Zeit an Auszeit, nach innen gehen und Rückzug, um auch wirklich
in der Arbeit eine gute Kraft zu sein. Haus 6, ja. Beides ist wichtig. Und hier möchte ein Gleichgewicht angestrebt werden. So wird an für sich der berufliche Bereich jetzt weniger so Ihnen die große, das große Thema sein, sondern Sie werden sich hingezogen fühlen, mehr in Richtung der Themen des 12. Hauses, ja, sprich an ferne Orte zu gehen oder zu meditieren oder Auszeit zu haben, mal raus aus dem Hamsterrad. Ja, dieser Drang wird zunehmen. Das brauchen Sie aber auch, ja, um ein Gleichgewicht herzustellen. Denn nur wenn Sie auch ausreichend für Auszeit sorgen und Erholung und Freizeit, haben Sie auch umgekehrt Stabilität in Ihren beruflichen Anstrengungen, Haus 6 im Alltag, ja. Hierin ein Gleichgewicht zu erzeugen, das wird so die Lernaufgabe der nächsten 18 Monate für Sie als Aszendent Waage, was von daher betont ist seitens der karmischen Achse. Und natürlich achten Sie ein bisschen drauf auf bei den Ausgaben. Rahu hat ja immer Hunger. Haus 12 ist das Haus der Verluste und der Ausgaben. So kann jetzt mal das ein oder andere Unerwartete hereintrudeln. Und achten Sie aber in Ihrem eigenen Ausgabenverhalten darauf, dass Sie dies nicht noch unnötig ausdehnen, weil es ist besondere Vorsicht auch bei längerfristigen Investitionen jetzt geboten. Ja, das war jetzt mal für Sie als Aszendent Waage die Konstellation November 2015. Ja, das war's jetzt wieder gewesen für den November 2015. Nochmal diese Erinnerung. Erstens, bitte bedenken Sie, die Deutung war vom Aszendenten aus, nicht von Ihrem Sonnenzeichen. Und Sie können dies, wie eben eingangs erwähnt, gratis bei mir anfragen, wenn Sie nicht wissen, was Ihr Aszendent ist. Dann der zweite Punkt nochmal, Wiederholung des Gratisangebots, wie Sie Ihren spirituellen Geburtstag jedes Jahr auf einfache Weise neu ermitteln können. Denn das ist ein sehr wichtiger Tag, nicht nur wann die Sonne im Zeichen ist Ihrer Geburt, sondern auch der Mond die gleiche wieder Position wieder einnimmt. Und dieses Gratisangebot können Sie auch anfordern mit dem Link unterhalb dieses Videos. Ja, zum Schluss bleibt es mir natürlich noch, Ihnen wieder einen fantastischen kommenden Monat zu wünschen. Und ich möchte Sie auch noch ganz besonders einladen, denn es war ja so ziemlich genau fast vor 100 Jahren oder 98 Jahren jetzt, dass dieses Wunder von Fatima sich ereignete am Himmel, wo sich die Sonne total vergrößerte und drehte in verschiedenen Farben und so weiter, was ja auch in der Presse riesen Niederschlag fand, weil Tausende diese Himmelserscheinung, das Wunder von Fatima, beobachtet haben. Und ich habe dazu eine astrologische Analyse von einer Person gemacht, die eben hier eine dieser drei Kinder war, die Lucia, die dieses Wunder erlebt hat und die dann auch Nonne wurde, und habe ihr Horoskop betrachtet. Das wird behandelt in meinem Newsletter und ich lade Sie ein, wenn Sie diesen Newsletter beziehen wollen, dass Sie sich auf meiner Seite eintragen. Das ist hier der Link, wie Sie auf meine Webseite kommen. Und da finden Sie die Möglichkeit, nicht nur den Newsletter zu lesen, Sie finden dort auch die Möglichkeit, ihn auch einmal immer zu Vollmond gratis zu erhalten, auch mit interessanten Angeboten und Vorträgen, wo ich überall bin. Und hierin wird eben behandelt, dieses Wunder von Fatima ein Stück weit aus astrologischer Sicht eben, wollte ich Sie auch nochmal gratis dazu einladen. Okay. Ansonsten dann nochmal einen fantastischen November und ich freue mich dann schon wieder Ende November, wenn es wieder darum geht, die planetare Großwetterlage für Dezember 2015 mit Ihnen zu erörtern. Alles Gute, bis dahin.